Kleiner Papiervogel. Die Japaner nennen diese Kunst des Papierfaltens Origami. Ich habe mich an die Anleitung gehalten und jetzt habe ich einen kleinen Kranich. Aber er ist nicht so gut wie ein lebender Vogel. Habt ihr ein Haustier daheim? Hier ist die Geschichte von einem Jungen, der einen Wellensittich hatte. Also, 5 multipliziert mit 9 ist 45. Und 4 plus 5... Es war einmal ein kleiner Junge namens Glenn. Er war der Klassenclown. Es machte ihm Spaß, die Mitschüler mit seinen Gesichterschneiden zum Lachen zu bringen. Nur die Lehrer lachten nicht. Glendon war für seine Klasse sowas wie ein Held. Alle fanden, dass Glendon ein toller Junge war. Er war beliebt. Es machte Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Glendon fand sich selbst auch ziemlich toll. Jeden Tag, wenn er nach Hause kam, erzählte er seiner Mutter von den Gesichtern, die er geschnitten und den Späßen, die er gemacht hatte. Hallo Glendon, da bist du. Mama, du hättest sehen sollen, was ich heute wieder angestellt habe. Ich habe wieder Gesichter geschnitten und sowas. Alle haben furchtbar gelacht, aber der Lehrer hat nichts gemerkt. Ich zeig's dir. Am nächsten Tag konnte es Glendon wieder kaum erwarten, seiner Mutter von seinen Streifen in der Schule zu erzählen. Mama! Aber diesmal war seine Mutter nicht in der Küche und er ging nachsehen, wo sie war. Mama, ich bin da! Mama, wo bist du? Da war sie. Sie stand vor dem Käfig seines Wellensittichs. Er konnte den Vogel erst sehen, als er näher herankam. Er lag auf dem Boden des Käfigs. Vorhin, als ich nach Hause kam, sah ich ihn dort liegen. Ich weiß auch nicht, warum er gestorben ist. Da fiel Glendon plötzlich ein, dass er ihn ein paar Tage lang nicht gefüttert hatte. Er hatte es ganz einfach vergessen. Es war nur ein kleiner alter Vogel, aber Glendon tat es trotzdem sehr leid. Er legte seinen kleinen Freund in einen Karton, brachte ihn hinaus in den Garten und beerdigte ihn. Am nächsten Tag war Glendon nicht in der Stimmung, irgendjemanden zum Lachen zu bringen. Die anderen Kinder fragten sich, was mit ihm los war. Vermutlich dachten sie, dass er krank sei. Und Glendon selbst dachte das auch. Guck doch mal da, da steht es. Die Geschichte ist ganz anders. Hey, Glendon. Er konnte einfach nicht aufhören, an seinen kleinen toten Freund zu denken und an seine Schuld. Er hätte gern mit jemandem darüber gesprochen, aber er traute sich nicht. Er hatte Angst, dass man ihn für eine Heulsuse halten würde. Glendon war wirklich beliebt bei den anderen Kindern, weil sie oft über ihn lachen konnten. Manchmal hast du Lust zu lachen, ein andermal bist du traurig. Wie Glendon. Angenommen, ihr wärt Glendon oder einer seiner Freunde, was würdet ihr tun?